zusammen. Das neue Semester hat bei vielen jetzt begonnen und ich weiß, dass viele sich ein bisschen überfordert fühlen werden. Jedenfalls, wenn ich zurück an meine Studentenzeit denke, dann weiß ich, dass man ein bisschen überfordert ist. Man kriegt ganz, ganz viele neue Eindrücke, oft auch eine neue Stadt, neue Freunde und daneben soll man sich auch noch in ein ziemlich schweres neues Fach, und zwar Jura, einfinden. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nenne euch jetzt ein paar Tipps, die ich im Erstsemester auf jeden Fall mit auf den Weg gebe und die ich selbst gerne gehabt hätte, als ich Erstsemester war. Auf jeden Fall kann ich euch am Anfang immer empfehlen, alle die Leistungen der Uni am Anfang wahrzunehmen. Dabei meine ich vor allem die Leistungen, die jetzt nicht vorlesungsbezogen sind, sondern wenn die Fachschaft spezielle Kurse anbietet, sei es, wie schreibe ich meine erste Hausarbeit, wie besuche ich die Bibliothek, natürlich auch die Bibliotheksangebote, wie Führung durch die Bibliothek oder ähnliches wahrzunehmen. Weil wenn man sich da nicht auskennt, dann steht man am Anfang der ersten Hausarbeit in der Bibliothek rum und fängt dann erst an, die Bücher zu suchen, was wirklich sehr, sehr viel Zeit und Kraft kosten kann. Ich würde auch jedem Erstsemester erstmal empfehlen, vor allem alle Vorlesungen und ähnliches zu besuchen und sich schnell klar zu werden, was für eine Art von Lerntyp man ist. Natürlich, die Vorlesungen sind toll und meistens meinen die Professoren es sehr gut mit einem. Andererseits sollte man nicht mehr in Vorlesungen gehen, wenn man merkt, dass der Professor einfach nicht den Vortragsstil hat, der einem weiterhilft. Natürlich, man ist so ein bisschen Mensch und will zu jeder Vorlesung so lange gehen, wie alle anderen, besonders die Freunde, dorthin gehen. Aber wenn man dann nur wild in der Gegend rumschaut oder mit der Freundin schreibt oder WhatsApp-Nachrichten prüft, dann ist das eigentlich verlorene Zeit. Und während der Zeit sollte man sich lieber fragen, was könnte ich für ein Buch mir mitnehmen, was für ein Skript würde mir helfen, um genau dieses Material selbst mir anzueignen. Ich fand auf jeden Fall Übungen, besonders als Erst- und Zweitsemester, super hilfreich. Deswegen müsst ihr mal schauen, ob an eurer Universität auch so viele Übungen angeboten werden. Übungen sind wie kleine Klassen, wo 20 bis 30 Studenten sich zusammenfinden und von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter meistens gelehrt werden. Die Übungen sind also Klassengröße, wo man auch mitarbeiten kann und wo man auch ein bisschen dümmere Fragen stellen kann, ohne gleich schlecht dazustehen. Als dritten Tipp muss ich unbedingt euch noch mit auf den Weg geben, dass ihr möglichst viele Klausuren und Hausarbeiten schreibt. Ich weiß, man ist dann irgendwann ein bisschen faul oder man fühlt sich dann immer meistens sehr stark unter Druck. Wenn man dann durchfällt, ist das so eine Sache, die nicht jeder gut verkraftet. Aber solche Übungen sind super wichtig für die spätere Zeit. Also wenn man dann in den fortgeschrittenen Semestern ist oder sogar im Examen, je mehr Klausuren ihr geschrieben habt, je mehr ihr damit umgehen könnt, Fälle zu lösen und auch zu formulieren, wie man das als Jurist eben können sollte, das subsumieren, je schneller ihr das alles gelernt habt, desto einfacher wird es euch später fallen. Und die beste Übung ist eben das in der Klausurenzeit. Als vierten Tipp würde ich euch auch immer empfehlen, nicht zu sehr eigenbrötlerisch durch die Uni zu laufen, auch wenn man nicht ganz viele Freunde braucht. Ein oder zwei gute Freunde, auf die man sich verlassen kann, die auch ein bisschen die Ellenbogenmentalität, die die Juristen so an den Tag legen, hinter sich lassen können und einfach gegenseitig sich unterstützen beim Studium. Man kann eben nicht alles alleine schaffen. Manchmal braucht man eben eine helfende Hand, fachlichen Rat von einem guten Freund. Und auch vor allem beim Lernen kann das sehr, sehr hilfreich sein, wenn man sich manchmal den Stoff ein bisschen aufteilt und einfach dafür sorgt, dass der Freund einem etwas erklären muss oder man selbst etwas erklären sollte. Und deswegen auf jeden Fall ein bis zwei gute Freunde, die nicht unbedingt zu den coolsten, sage ich mal, gehören müssen, aber sie müssen eben zu euch passen. Und deswegen schaut doch einfach mal in den verschiedenen Angeboten, die es gibt, vielleicht auch in den Kneipentouren, die am Anfang angeboten werden, dass man da einfach zusammenfindet und schaut, welche Gruppe an Freunden da am besten zu einem passt. Und der fünfte und letzte Rat, den ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass ihr das erste Semester und vielleicht auch das zweite nicht ganz so ernst nehmt. Ich weiß, man stürzt sich da sehr, sehr schnell rein und es geht alles super schnell. Aber das war ein Rat, der damals ein Fachschaftsmitarbeiter mir gegeben hat und den habe ich sehr beherzigt und habe es letztendlich nie bereut. Die ersten und zweiten auch Semester, die sind eben so locker, wie sie später nie wieder sein werden. Sodass man sich da einfach sagen muss, okay, ich nehme ein bisschen das Tempo raus, auch wenn am Anfang viel verlangt wird und lebe auch ein bisschen. Weil wir als Juristen sind bekannt dafür, dass wir zwar feiern, aber eben auch sehr, sehr wenig nebenher machen. Wir lernen sehr, sehr viel und je fortgeschrittener das Semester wird, desto weniger macht man nebenher und desto mehr sitzt man einfach nur in der Bibliothek.
Und deswegen am Anfang noch ein bisschen Studentenleben vor allem aufsaugen, viel mit Freunden unternehmen, vielleicht auch mal die Stadt erkunden, vielleicht auch mal studentische Angebote außerhalb vom juristischen wahrnehmen, sodass ihr auch ein bisschen dieses richtige Leben eines Studenten ausleben könnt. Und ihr werdet später merken, später wird da einfach die Zeit für fehlen. Das ist auf jeden Fall der Rat, den ich euch geben kann. Ich hoffe, der ein oder andere Rat wird von euch beherzigt und durchgeführt. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg beim Jurastudium.